Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Money Glitch zeigen. Ja, für diesen Money Glitch braucht ihr das Deathbike voll aufgetunt und ein paar Elegies, so viele Elegies wie ihr halt duplizieren wollt, und zwar in der Penthouse Garage Nummer 1, 2 oder 3. Das geht wirklich nur mit einem von den beiden Garagen. Und ja, diese Garage muss auf jeden Fall auch ganz oben angezeigt werden, wenn ihr den Mechaniker anruft. So wie es bei mir der Fall. Ich mache das jetzt mit dem Penthouse, mit der Penthouse 1 Garage. Und die Penthouse 1 Garage muss auch ganz oben angezeigt werden. Und ja, dann braucht ihr noch einen Offen Heist, so dass ihr halt von Lester die Apartment Heist Einladung bekommt. Wenn ihr jetzt keinen Freund habt, der in anderen Zielmodus ist, und ja, wenn ihr im freien Zielen seid, könnt ihr den Bot benutzen, Anavac 2, um dann hinterher dann den Jobteleport zu machen. Aber dazu kommen wir dann auf jeden Fall gleich. Begibt euch zunächst zu eurem Bunker. Seid ihr beim Bunker angekommen, fordert euch mal ein Motorrad aus eurem Motorradclubhaus an. Dann öffnet ihr euer Handy, öffnet die Heist-Einladung so, dass ihr mit X einfach nur bestätigen könnt. Fahrt dann zu eurem Bunker, kurz vor dem gelben Kreis, einmal mit X bestätigen. Dann werdet ihr in den Wolken gezogen. Dann solltet ihr einen Blackscreen bekommen. Und der Blackscreen, der kann so bis zu 2 Minuten dauern. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. So ist der Blackscreen vorüber. Spawnen wir unseren Bunker. Wir gehen dann aus dem Bunker wieder raus. Draußen angekommen werdet ihr jetzt unten rechts immer noch diesen Ladevorgang haben. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir gehen einmal auf Options, auf Online. Scrollen da mal ein bisschen runter. Gehen dann wieder raus aus dem Menü. Dann ist der Ladevorgang auch weg. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir öffnen einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Motorradclub, nach MC suchen, einmal auf Einstellen. Ja, geht dafür am besten in eine Open Lobby und dann warten wir jetzt einmal, bis uns irgendjemand in sein MC uns einlädt. Ich habe jetzt die MC-Einladung bekommen. Die Einladung, die nehme ich dann einmal an. Und ja, als nächstes teleportieren wir uns einfach zu dem Motorrad-Clubhaus unseres Freundes oder demjenigen, wo wir gerade beigetreten sind. Einfach hin teleportieren. Wir gehen einfach in einen Job rein, der in der Nähe sich befindet. Jetzt kommt der Bot ins Spiel. Wie gesagt, Anavac 2P4. Den Bot werde ich euch auch noch in meiner Videobeschreibung verlinken. Das ist gar kein Problem. Die erste Meldung, die kommt, den nehmen wir an. Und die zweite Meldung lehnen wir ab. So, jetzt sind wir in der Nähe von dem Motorrad-Clubhaus. Wir fordern uns jetzt einmal das Deathbike an. Wir geben uns dann damit zu dem Clubhaus. Und wenn wir jetzt in Clubhaus von unserem Freund reinfahren, werdet ihr sehen, dass wir jetzt in unserer Penthouse-Garage wieder landen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Und jetzt haben wir uns auch schon die erste Kopie fertiggestellt. Diese Kopie müssen wir uns jetzt einmal umstellen, damit es dann abgespeichert wird. Ihr seht, ich habe jetzt hier zweimal das Deathbike in der Garage stehen, ist auf jeden Fall perfekt. Einmal kurz das Fahrzeug switchen und schon ist es abgespeichert. Und ja, wenn ihr euch jetzt die nächste Kopie machen wollt, dann begebt euch wieder zum Bunker, fordert euch wieder ein Motorrad an von eurem Clubhaus, wieder dann in den Bunker reinfahren und die gleichen Schritte einfach wiederholen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.